Nutzt aus, aber ich gehe auf Nummer sicher und lasse die Finger davon. Das scheint eine Größenskala zu sein. Die kann ich nicht mitnehmen. Massage. Dezent und vielseitig einsetzbar. Massagen. Oh, herzig. Damit kann man eine sehr kleine Welt erobern. Seltsame Noppen. Ehrlich gesagt habe ich noch nicht ganz rausgefunden, für welche Sexpraktik das am besten geeignet ist. Es fällt immer ab. Ehrlich gesagt habe ich noch nicht... Die kann ich nicht mitnehmen. Das scheint eine Größenskala zu sein. Immerhin hat Swingle auch Wechselkleidung. Wie hygienisch. Na, da passe ich nicht rein. Hoffentlich. Warum heißt der denn Gagball? Der ist doch gar nicht witzig. Der stammt von Swingle, aber der hier ist nicht rot. Ist da noch Speichel dran? Ein Telefon eben. Das Kabel verschwindet unter der Anrichte. Okay, was soll ich wählen? Was da wohl drin ist? Und vor allem... Wie soll ich da einen Code eingeben? Abgeschlossen. Und man kann da keinen Code oder sowas eingeben. Das hilft mir nicht. Pi? Ja? Wenn du trinken könntest, was wäre dein Lieblingscocktail? Larry, das ist ungefähr so, als würde ich dich fragen, wie eine Frau beschaffen sein muss, mit der du nicht schlafen willst. Oh, das ist ganz leicht. Wenn sie... Du solltest jetzt nicht weiterreden. Verdächtig, verdächtig. Ich weiß, ich soll nicht an Hebeln ziehen, von denen ich nicht weiß, was sie anrichten, aber... Na, jetzt weiß ich wieder, warum ich das nicht tun sollte. Was da wohl drin ist? Eine repräsentative Größe, würde ich sagen. Schon praktisch, wenn man sowas einfach wieder abnehmen kann. Mein Freizeitanzug gefällt mir entschieden besser. Den fasse ich nicht an. Ich fühle mich schon etwas seltsam damit. Der stammt von Swingle, aber der hier ist nicht rot. Gute Idee, aber so nicht. Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander.
Das lässt sich nicht kombinieren. Das hilft mir nicht. Ein Telefon eben. Das Kabel verschwindet unter der Anrichte. Ein Telefon eben. Das Kabel verschwindet unter der Anrichte. Was da wohl drin ist? Und vor allem, wie soll ich da einen Code eingeben? Damit kann ich den nicht aufbrechen. Damit kann ich den nicht aufbrechen. Damit kann ich den... Okay, was soll ich wählen? Hm, geht keiner ran? Hehehe. Skandal! Ich wähle das K, auch wenn es nichts bringt. Hallo? Ich möchte mich über einen Bug beschweren. Oh, falsche Nummer. Hm. Geht keiner ran? Hm. Geht keiner ran? Hm. Geht keiner ran? Hallo, ich möchte mich über einen Bug beschweren. Oh, falsche Nummer. Kalaua hat wohl keine Polizei? Hallo, Dr. Schuh? Keiner dran. Hm, geht keiner ran? Hm, geht keiner ran? Hm. Geht keiner ran? Ja, Mann! Hehe. Wir sehen uns in der Hölle. Hm. Geht keiner ran? Puh, jetzt habe ich 108 Minuten lang wieder Ruhe. Hm, geht keiner ran? Hm, geht keiner ran? Hm, geht keiner ran? Das sollte ich besser lassen. Hm. Geht keiner ran? Nein, die brauche ich nicht. Hm. Geht keiner ran? Hm. Geht keiner ran? Hm. Geht keiner ran?
Hm. Geht keiner ran? Die Nummer lässt sich leicht merken. Okay. Hm. Hm. Geht keiner ran? Das einzutippen dauert mir zu lange. Hm. Geht keiner ran? Hallo, ich möchte mich über einen Bug beschweren. Oh, falsche Nummer. Okay, was? Skandal! Hm. Sakrileg! Hallo, Dr. Schuh? Keiner dran. Hm. Geht keiner ran? Wir sehen uns in der Hölle. Hm. Geht keiner ran? Sakrileg! Ja, Mann! Hm. Geht keiner ran? Hallo, Dr. Schuh? Keiner dran. Hm. Geht keiner ran? Hm. Geht keiner ran? Hm. Geht keiner ran? Nein, die brauche ich nicht. Nur ein Idiot würde für seinen Koffer so einen Code verwenden. Stöpsel können alles Mögliche abdichten. Ich mag Biber. Der hält dicht. Ich spreche da natürlich nicht aus Erfahrung. Gute Idee, aber so nicht.
Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Das ist gut so, wie es ist. Abgeschlossen. Und man kann da keinen Code oder sowas eingeben. Okay, was soll ich wählen? Das hat den Safe entriegelt. Ich bin gespannt, was in Swingles Dossier steht. Schau mal hier, Pi. Das muss das Dossier sein, von dem Swingle erzählt hat. Igitt. Es ist irgendwie klebrig. Fass es nur mit spitzen Fingern an. Ich will mir gar nicht vorstellen, welche Krankheiten du dir damit einfängst. Lass es mich lieber für dich einscannen. Ich nehme alles daraus in meine Datenbank auf. Dann kann ich dir immer die Informationen geben, sobald du sie brauchst. Halt mich nur nicht zu nah ran. Bäh. Alles klar. So, ich habe alles. Was ist denn alles in diesem Dossier? Swingle war wirklich fleißig. Das sind Kopien von historischen Dokumenten von der Mannschaft, die den Archipel entdeckt hat. Tagebucheinträge und Briefe, das Logbuch des Kapitäns, ein paar ziemlich verwirrte Notizen und Swingle hat auch Anmerkungen eingetragen. Die Besatzung dieses Schiffes hat tatsächlich diese Höhle des kosmischen Wissens betreten, die Swingle erwähnt hat. Um sie zu öffnen, war ein Schlüsselstein nötig, den sie gefunden haben. An der Stelle sind die Aufzeichnungen etwas durcheinander. Sie haben wohl tatsächlich viel über sich selbst erfahren, aber bei einigen war das wohl unschön. Was sie jedenfalls erfahren haben, hat sie dazu gebracht, den Schlüsselstein in 4 Teile zu zerbrechen. Kapitän Muffington, Reginald Cockburn, Lady Gobbledick und der Marquis de Connard. Sie alle haben einen Teil behalten. Den Weg zur Höhle haben sie unkenntlich gemacht, damit sie niemand jemals wieder betritt. Das klingt nach einem Job für Larry Leffer. Was wurde aus ihnen? Sie sind alle unter mysteriösen Umständen gestorben. Erzähl mir was über den Kapitän. Muffington hat sich zunächst auf eine der Inseln niedergelassen. Diese ist heute noch nach ihm benannt. Aber was auch immer er in der Höhle über sich gelernt hat, eines Nachts hat er es nicht mehr ausgehalten. Er versuchte mit einer kleinen Crew, die Unsatisfied, aus dem Archipel zu segeln. Aber gewaltige Wellen schlugen sein Schiff gegen die Felsen. Einer dieser Felsen war der sagenumwobene Penisfelsen, der heute noch als Fruchtbarkeitssymbol verehrt wird. Also ist sein Teil des Schlüsselsteins vermutlich dort mit ihm gesunken? Vermutlich. Was weißt du über Cockburn? Reginald Cockburn hat mit Lady Gobbledick eine Familie gegründet. Oh, das ist interessant. Seine Tochter hat später den Namen Marley angenommen. Moment. So heißt doch Bobby. Ich sollte sie danach fragen. Cockburn hat also glücklich bis ans Ende seiner Tage gelebt? Er ist durch Sexsucht an einer gebrochenen Hüfte gestorben. Sag ich doch. Ach, was für ein Leben. Hast du mir zugehört? Du stellst Sexsucht gerade irgendwie negativ dar. Ich? Egal. Jedenfalls wurde er auf Muffington Island begraben. Wahrscheinlich mit seinem Schlüsselstein. Was ist mit Lady Gobbledick passiert? Sie ist auf mysteriöse Weise erstickt. Über sie sind kaum Informationen erhalten, außer dass sie mit Cockburn gelebt hat. Hier ist noch ein Tagebucheintrag von ihm. Das Grab meiner verehrten Lady Gobbledick darf von niemandem gefunden werden. Die dunkle Wahrheit darf niemals ans Licht kommen. Nur ich kenne den Weg zu ihrem Grab. Er beginnt auf, da endet der Eintrag. Es fehlt offenbar die zweite Seite. Ich muss diese zweite Seite finden, um zu Lady Gobbledicks Grab zu gelangen und mehr über ihren Schlüsselstein herauszufinden. Was wurde aus dem Marquis? Der Marquis hat nicht verkraftet, was er in der Höhle über sich gelernt hat. Er hat sich in den Vulkan von Kalaua gestürzt. Ups. Das heißt, es gibt keine Spur von seinem Schlüsselstein. Vielleicht ist er zusammen mit dem Typen geschmolzen. Aber du könntest beim Vulkan nach Spuren suchen. Okay, ich habe also 4 Schlüsselsteine zu suchen. Und natürlich die Höhle des kosmischen Wissens
selbst zu lokalisieren. Stehen im Dossier noch Informationen, wo sie sein könnte? Es deutet einiges auf Gofuku Island hin. Swingle hat sogar ein paar Koordinaten eingetragen, wo er die Höhle vermutet. Aber selbst wenn du die Höhle und alle vier Teile des Schlüsselsteins gefunden hast, gibt es immer noch ein Problem. Ich muss die Tochter des Bürgermeisters heiraten? Nein, du musst Faith dazu bringen, mit dir in diese Höhle zu gehen. Du meinst, ich muss die gefährlichen, bewaffneten Kannibalespen austricksen, um eine Audienz bei ihrer Königin zu bekommen, die Gedächtnisverlust hat und mich braten will? Genau. So gut wie erledigt. Und ich weiß nicht, Larry, ob das überhaupt eine gute Idee ist, was diese Leute damals in der Höhle über sich erfahren haben. Einige hat es in den Wahnsinn getrieben. Wer weiß, was mit Faith in dieser Höhle passiert. Oder mit dir, kosmisches Wissen. Selbsterkenntnis. Endlose Genüsse. Diese Höhle könnte auch gefährlich sein. Wir haben keine Wahl, Pi. Faith ist sowieso verwirrt und hat Gedächtnisverlust. Vielleicht verpasst die Höhle ihrem Verstand einen Schubs in die richtige Richtung. Und wenn gleichzeitig ich zu einem sexsüchtigen Perversen werde, dann... Würde sich ja nichts ändern. Hey, ich wollte sagen, dann werde ich damit leben müssen. Bis du an einer gebrochenen Hüfte stirbst oder dich in einen Vulkan wirfst. Mir brummt der Schädel, Pi. Keine Sorge, habe ich alles in deine App eingetragen. Falls man einen Typen dabei haben muss. Was für ein aufgeblasener Typ. Also jetzt gerade nicht. Eher generell. Das sind seine gesammelten Informationen. Und an die Ränder hat er lauter Penisse gemalt. Der hat keinen langen Atem. Die kann ich nicht mit... Ich sollte Swingles Spielzeug lieber hier lassen. Er braucht es nötiger als ich. Du siehst so aus, als wolltest du wieder meine Liebesgrotte erkunden. Wobei, eigentlich siehst du immer so aus. Das heißt also ja? Das heißt also nein. Danke. Für den Moment bin ich zufrieden. Ich aber nicht. Dein Problem. Reginald Cockburn ist dein Vorfahre? Stimmt. Wie hast du das denn rausgefunden? Er trägt sein Gehirn in der Tasche mit sich rum, Schwester. Ja, war er. Nicht unbedingt ein Höhepunkt meines Stammbaums. Der Stein unten im Foyer stammt von ihm? Ja. Larry, das muss einer der Schlüsselsteine sein. Kann ich den Stein aus dem Foyer haben? Der ist echt hübsch. Ich würde ihn nur aus der Hand geben, wenn ich im Gegenzug ein anderes Andenken an Reginald Cockburn erhalte. Vielleicht seinen legendären Siegelring. Der hat angeblich ganz außergewöhnliche Kräfte. Kannst du mir noch irgendwas über Reginald Cockburn sagen? Es ist nicht ganz so viel über ihn erhalten oder berichtet worden. Er war schwer in Lady Gobbledick verliebt und hat ein ereignisloses Leben geführt. Ich habe mal versucht, sein angebliches Motto als Slogan für Kalauer zu promoten, aber das hat keine Resonanz ausgelöst. Da habe ich es sein lassen. Wie lautete es denn? Was sich bewegt, kann man auch vögeln. Nettes Motto, aber ein schlechter Slogan. Eben. Wo finde ich die Höhle des kosmischen Wissens? So genau weiß das niemand. Der Legende zufolge irgendwo auf Gofuku Island. Ich habe die Touristen dann immer dort auf die Insel geschleppt, um ihnen die Überreste der Hochkultur zu zeigen. Die paar Steinköpfe. Das hat sie ziemlich wenig beeindruckt. Deswegen lasse ich das inzwischen. Aber wenn dort Spuren einer Hochkultur sind... Ich nenne es Hochkultur, weil wir hier sonst nichts haben.
Es sieht für mich eher so aus, als wäre vor langer Zeit irgendein Völkchen hier angeschwemmt worden, das die einheimischen Pilze nicht vertragen und komisches Zeug gebaut hat. Und die Gründungsväter waren wohl auch nicht freiwillig hier, sondern sind hier schiffbrüchig geworden. Irgendwie sind ziemlich viele Leute so auf diesem Archipel gelandet. Bei der Höhle auf Gofuku sind jetzt noch ein paar von den Typen, die wegen des Festivals hergekommen sind. Sollen sie ruhig, solange sie nichts kaputt machen. Aber sind Geizkragen nicht besonders zäh? Ich esse sie ja nicht selbst. Mich hast du aber vernascht. Natürlich achte ich darauf, dass nicht so viele Leute verschwinden. Niemand hier möchte, dass das auffällt. Niemand. Ich habe schon verstanden. Weißt du eigentlich, dass es hier Kannibalinnen gibt? Natürlich. Und das macht dir keine Angst? Ich achte natürlich darauf, dass sie keine Gäste entführen, die besonders zahlungsfähig sind. Aber ich sage mal, wenn jemand deutlich im Rückstand ist... Rein kaufmännisch ergibt das Sinn. Sag ich doch. Natürlich achte ich darauf, dass nicht so viele Leute verschwinden. Niemand hier möchte, dass das auffällt. Niemand. Ich habe schon verstanden. Ist der Vulkan eigentlich noch aktiv? Der ist sogar ziemlich aktiv. Deswegen geht dort niemand hin. Natürlich sehen einige durchgeknallte Abenteurer das als besonders große Herausforderung. Aber das ist dann das Problem der Lava, nicht meins. Wo ist denn hier eine Insel mit einem besonders gefährlichen Riff? Wenn ich dir das sage... Fühlst du dich herausgefordert, dorthin zu fahren? Vielleicht... Mit deinem sogenannten Floß? Dann sage ich es dir besser nicht. Sonst habe ich dich auf dem Gewissen. Ich gehe jetzt. Aber vielleicht will dann eine andere Frau mit mir Sex haben. Wenn sie sonst nichts griffbereit hat? Das habe ich schon erledigt. Okay, dann will ich mal sehen, was ich noch hinbekomme. Okay, dann will ich mal sehen, was ich noch hinbekomme. Okay, dann will ich mal sehen, was ich noch hinbekomme. Was kannst du mir über die anderen Inseln des Archipels erzählen? Da wäre Muffington Island, aber von dort würde ich mich fernhalten. Warum? Von dort ist noch nie jemand zurückgekehrt. Guter Grund. Dann gibt es Gofuku Island. Die ist total langweilig. Da sind nur so alte Statuen, komische Zeichen, viel Nebel und Geheimnisse und so. Wer will denn sowas? Eben, Alter. Und fahr am besten auch nicht nach Fallows Rock. Da sinken Schiffe andauernd. Warum heißt die Insel so? Da ist so ein Fels. Und ich sag mal, der sieht nicht wie ein Unterarm aus. Bleib locker.
Okay, Leute, jetzt wird gelacht. Danke, ihr seid ein wunderbares Publikum. Halt schade, dass ihr nicht hier seid. Von dir da hinten abgesehen. Wie heißt du denn? Larry. Larry Leffer. So siehst du auch aus. Heute gibt's einen Knaller nach dem anderen. Die Premiere meiner neuen Bühnenshow mit exklusivem neuen Material, das auf keiner Bühne der Welt bisher zu hören war. Ui. Ein Ork, ein Troll und ein Mandalorianer kommen in eine Bar. Sagt der Mandalorianer, ich würfel eine 7. Fällt der Ork tot um. Sagt der Mandalorianer, hey, ich hab doch gar nicht...